Siebtens. Die Sintflut. A. Zunehmende Verderbnis der Menschen. Ankündigung der Sintflut zur Vernichtung der Menschheit. Als nun der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und alles Sinnen und Trachten ihres Herzens immerfort nur böse war, da gereute es ihn, die Menschen auf der Erde geschaffen zu haben, und er wurde in seinem Herzen tief betrübt. Darum sagte der Herr: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vom ganzen Erdboden weg vertilgen, die Menschen wie das Vieh, das Gewürm wie die Vögel des Himmels, denn ich bereue es, sie geschaffen zu haben. Noah aber hatte Gnade beim Herrn gefunden. B. Noahs Berufung und sein Bau der Arche genau nach den Weisungen Gottes. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein frommer, unsträflicher Mann unter seinen Zeitgenossen. Mit Gott wandelte Noah. Er hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde wurde aber immer verderbter vor Gott und war voll von Gewalttaten. Als nun Gott die Erde ansah und die völlige Verderbtheit wahrnahm, denn alles Fleisch hatte sich in ihrem ganzen Tun auf der Erde zum Bösen gewandt, da sagte Gott zu Noah: Das Ende aller lebenden Geschöpfe ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch ihre Schuld voll von Gewalttaten. Darum will ich sie mitsamt der Erde verderben. Baue dir eine Arche aus Tannenholz. Mit lauter Zellen sollst du die Arche versehen und sie von innen und von außen mit Erdharz verpichen. Und so sollst du sie bauen. 300 Ellen soll die Länge der Arche betragen, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Eine Lichtöffnung sollst du an der Arche anbringen, und zwar eine Elle hoch sollst du sie ganz herum hoch oben herstellen und den Eingang zur Arche an ihrer Seite anbringen und ein unteres, ein mittleres und ein oberes Stockwerk in ihr anlegen. Denn wisse wohl, ich will die große Flut über die Erde kommen lassen, um alle Geschöpfe, die Lebensoden in sich haben, unter dem ganzen Himmel zu vertilgen. Alles, was auf der Erde lebt, soll umkommen. Mit dir aber will ich einen Bund schließen. Du sollst in die Arche gehen, du und mit dir deine Söhne und dein Weib und die Weiber deiner Söhne. Und von allen lebenden Wesen, von allen Tieren, sollst du je ein Paar in die Arche mit hineinnehmen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Je ein männliches und ein weibliches sollen es sein, von jeder Art der Vögel und von jeder Art der Vierfüßler, von jeder Art der Kriechtiere des Erdbodens. Von diesen allen soll immer ein Paar zu dir in die Arche hineinkommen, damit sie am Leben erhalten bleiben. Du selbst aber nimm dir alle Arten von Nahrungsmitteln, die als Speise genossen werden, und sammle bei dir Vorräte davon, damit sie dir und ihnen zur Nahrung dienen. Und Noah tat es. Er machte alles genau so, wie Gott es ihm geboten hatte. C. Die Sintflut. Auf Befehl Gottes geht Noah mit den Seinen und den Tierpaaren in die Arche. Dann sagte der Herr zu Noah: Gehe du mit deiner ganzen Familie in die Arche, denn dich habe ich als gerecht vor mir erfunden unter diesem Geschlecht. Von allen reinen Tieren nimm je 7 Paare zu dir, immer ein Männchen und sein Weibchen. Aber von den unreinen Tieren nur je 2 Stück, ein Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je 7 Paare, Männchen und Weibchen, damit Nachkommenschaft auf der ganzen Erde am Leben erhalten bleibt. Denn es sind nur noch 7 Tage, dann will ich es 40 Tage und 40 Nächte hindurch auf die Erde regnen lassen und will den ganzen Bestand an Lebewesen, die ich geschaffen habe, vom ganzen Erdboden vertilgen. Da tat Noah alles genau so, wie der Herr es ihm geboten hatte. Noah
war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut über die Erde kam. Da ging Noah und mit ihm seine Söhne, sein Weib und seine Schwiegertöchter in die Arche hinein, vor den Gewässern der Sintflut. Von den reinen und von den unreinen Vierfüßlern, sowie von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, kamen immer zwei, ein Männchen und ein Weibchen, zu Noah in die Arche hinein, wie Gott ihm geboten hatte. Und nach Ablauf der 7 Tage, da kamen die Gewässer der Sintflut über die Erde. Der Eintritt, das Steigen, der Höhestand und die vernichtende Wirkung der Flut. Es war im 600. Lebensjahre Noahs, am 17. Tage des 2. Monats. An diesem Tage brachen alle Quellen der großen Tiefe auf. Und die Fenster des Himmels öffneten sich, und der Regen strömte 40 Tage und 40 Nächte hindurch auf die Erde. An eben diesem Tage ging Noah mit seinen Söhnen Sem, Ham und Japhet und mit seinem Weibe und seinen 3 Schwiegertöchtern in die Arche hinein. Sie und alle Arten der wilden Tiere und alle Arten des Viehs und alle Arten des Gewürms, das auf der Erde kriecht, auch alle Arten der Vögel, alles, was Flügel hatte und beschwingt war, die kamen zu Noah in die Arche hinein. Je ein Paar von allen Geschöpfen, die Lebensodem in sich hatten. Und die da hineinkamen, waren immer ein Männchen und ein Weibchen, von allem Fleische, wie Gott ihm geboten hatte. Hierauf schloss der Herr hinter ihm zu. Da kam die Sintflut, 40 Tage lang über die Erde, und das Wasser stieg und hob die Arche empor, so dass sie hoch über der Erde schwamm. Und das Wasser nahm gewaltig zu und stieg hoch über der Erde, so dass die Arche auf der weiten Flut dahinfuhr. Und das Wasser stieg immer noch höher über der Erde, so dass alle höchsten Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, überflutet wurden. 15 Ellen hoch ging das Wasser über sie hin, so dass die Berge überflutet wurden. Damals kamen alle Geschöpfe um, die auf der Erde sich regten. Was an Vögeln, an Vieh und an wilden Tieren da war, sowie alles Gewürm, von dem die Erde wimmelte, und auch alle Menschen. Alles, in dessen Nase ein Hauch von Lebensodem war, das starb. Alles, soweit es auf dem Trockenen lebte. So vertilgte Gott alle Geschöpfe, die auf dem ganzen Erdboden waren, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Sie wurden alle von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was sich bei ihm in der Arche befand. Das Wasser aber stieg unaufhörlich über der Erde 150 Tage lang. Das Verrinnen und Ende der Sintflut. Noahs Auszug aus der Arche und sein Opfer. Gottes Verheißung. Da dachte Gott an Noah und an alle wilden Tiere und an all das Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, sodass die Wasser sanken. Die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels schlossen sich und dem Regen vom Himmel her wurde Einhalt getan. Da verlief sich das Wasser allmählich von der Erde und begann nach Ablauf der 150 Tage zu fallen. Und am 17. Tage des 7. Monats saß die Arche auf einem der Berge von Ararat fest. Das Wasser nahm dann immerfort ab bis zum 10. Monat. Am 1. Tage des 10. Monats kamen die Gipfel der Berge zum Vorschein. Nach Verlauf von 40 Tagen aber öffnete Noah das Fenster der Arche, das er angebracht hatte, und ließ den Raben ausfliegen. Der flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde abgetrocknet war. Hierauf ließ er die Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob das Wasser sich auf der Erdoberfläche verlaufen habe. Da die Taube aber keinen Ort fand, wo ihre Füße hätten ruhen können, kehrte sie zu ihm zu der Arche zurück. Denn das Wasser bedeckte noch die Oberfläche der ganzen Erde. Da streckte er seine Hand hinaus, ergriff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Hierauf wartete er noch weitere 7 Tage und ließ dann die Taube zum 2. Mal aus der Arche fliegen. Da kam die Taube um die Abendzeit zu ihm zurück und siehe da, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt im Schnabel. Daran erkannte Noah, dass das Wasser auf der Erde sich verlaufen hatte.
Nun wartete er nochmals weitere 7 Tage und ließ die Taube wieder ausfliegen. Doch diesmal kehrte sie nicht wieder zu ihm zurück. Und im 601. Lebensjahre Noahs, am ersten Tage des ersten Monats, da war das Wasser von der Erde weggetrocknet. Als jetzt Noah das Dach von der Arche abnahm und Ausschau hielt, da war der Erdboden abgetrocknet. Und am 27. Tage des zweiten Monats war die Erde ganz trocken geworden. Da gebot Gott dem Noah: Verlass die Arche, du und mit dir dein Weib und deine Söhne und deine Schwiegertöchter. Sämtliche Tiere von allen Arten, die bei dir sind, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, lass mit dir hinausgehen, damit sie sich auf der Erde frei bewegen und fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. Da ging Noah mit seinen Söhnen, seinem Weibe und seinen Schwiegertöchtern hinaus. Auch alle vierfüßigen Tiere, alles Gewürm, alle Vögel, alles, was sich auf der Erde regt, gingen nach ihren Arten aus der Arche hinaus. Noahs Dankopfer und Gottes Verheißung. Noah baute dann dem Herrn einen Altar, nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte Brandopfer auf dem Altar dar. Als nun der Herr den lieblichen Duft roch, sagte er bei sich selbst: Ich will hinfort den Erdboden nicht noch einmal um der Menschen willen verfluchen, denn das Sinnen und Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend auf. Auch will ich hinfort nicht noch einmal alles Lebende sterben lassen, wie ich es getan habe. Hinfort, solange die Erde steht, sollen Säen und Ernten, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht mehr aufhören.